Hallo ihr Lieben, es wurde sich ein Flop-Video von mir gewünscht und damit kann ich sogar gerade dienen, denn ich habe rein zufällig ein Produkt, was ich sowas von schlecht finde, dass ich es euch einfach nicht vorenthalten kann. Es handelt sich um die Post-Quam Gesichtsreinigungstücher aus der aktuellen oder der letzten Glossybox. Die Dinger kosten 10 Euro und ich denke, wer sie ausprobiert hat, wird mir zustimmen. Ich habe bis jetzt noch nichts Positives darüber gehört. Falls euch die gefallen, tut es mir leid, schaltet weg. Das ist kein Werbevideo hierfür. Diese Dinger sind einfach nur ätzend. Also wirklich Post-Ätz würde ich sie eigentlich nennen. Erstens mal stinken die. Also ich finde die einfach nur unangenehm vom Geruch. Am Anfang riecht es leicht floral, ganz leicht. Aber gut, das tut Kloreiniger auch im ersten Moment. Aber auf der Haut, uah, nee. Ich habe die angewendet und diese Tücher nehmen zwar das Make-up runter, also wie es Reinigungstücher eigentlich tun. Man muss halt trotzdem nochmal nacharbeiten. Und dabei geben sie, wie gesagt, diesen Duft ab. Diese Tücher sind so groß, die könnte ich mir komplett aufs Gesicht legen. Aber dieser Geruch brennt mir in der Nase. Es brennt mir einfach in der Nase. Das ist wirklich, als wenn ich mir irgendwie Ajax ins Gesicht schmieren würde oder sowas. Da muss ich eigentlich an einen guten Pillenwitz denken. Die Pille ist ein fauler Zauber, nur Ajax hält das Becken sauber. Ja, das haben wir nur mal am Rande. Dieser Geruch, also brennen tun sie bei mir nicht auf der Haut. Einige meinten, dass diese Tücher auf ihrer Haut brennen und einfach nur ein unangenehmes Gefühl hervorrufen. Das tun sie direkt nicht. Sie brennen mir aber in der Nase und ätzen mir so richtig schön die Nasenhaare weg. Das zum einen. Besonders wenn man die Tücher am Auge verwendet, kriecht einem der Geruch so richtig schön in die Nostrils rein und tut dort sein schädliches Werk. An den Augen selber fielen sie mir auch sehr negativ auf, denn sie haben eine Struktur wie ein Reibeisen. Also das ist nicht mal so peelingmäßig, sondern es ist einfach nur die Haut an den Augen ist ja etwas empfindlicher als überall anders. Und das merkt man so richtig, wenn man dort mit den Tüchern rüber geht, egal wie leicht man drüber streicht, dass man dann kein Make-up abkriegt, ist klar. Aber wenn man auch ein bisschen ganz normal ruppelt, es ist einfach nur rau und grob und es tut weh. Ich habe übrigens in meinem Fundus an lauter tollen Sachen, die ich daheim habe, den perfekten Dupe für diese Tücher gefunden. Schmirgelpapier. Ungefähr so fühlen sich diese Tücher unter meinen Augen an. Es ist nicht anders zu vergleichen, einfach nur ätzend. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ihr seht, die Packung ist eigentlich noch so gut wie voll. Ich habe, glaube ich, nur wirklich 4, 5 Anwendtücher benutzt, wenn überhaupt, vielleicht sogar noch eins weniger. Und ich werde diese hier nachher in die Tonne kloppen, weil, nee, das tue ich meinem Gesicht nicht an. Ich bin schon relativ unzimperlich mit meiner Haut und deswegen, wenn ich schon sage, es ist schlecht und es gefällt mir nicht und tut mir nicht gut, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es für euch eigentlich auch überhaupt nichts sein wird. Und ich muss ehrlich sagen, 10 Euro für diese Dinger ist einfach übertrieben. Mal abgesehen davon, dass ich generell für solche Tücher keine 10 Euro ausgebe, weil die hast du, wie viel sind hier drin? 24 hast du in 24 Tagen mindestens aufgebraucht oder höchstens aufgebraucht und dafür dann 10 Euro blechen? Nö, da kann ich mir von den 10 Euro was anderes kaufen. Ja, mehr gibt es wirklich nicht dazu zu sagen. Ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, um zu gucken, wo es diese Tücher gibt. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück und es handelt sich wieder um ein Produkt, was man nicht in Deutschland so leicht bekommt, wie es Glossybox ja gerne mal in die Boxen packt. Trotzdem, keine Ahnung, wo man die herbekommt, interessiert mich auch nicht und werde ich mir definitiv nicht kaufen. So, so viel dazu. Das war mein kleines Produkt-Hater-Video und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann, ihr Süßen. Ciao.